Hallo YouTube und Internet und willkommen bei LS15 hier auf der Karte Sosnovka. Wir spielen auf der PlayStation 4 und ich sammle hier gerade fleißig Ballen ein. Machen das schon voll oder was? Ach so, dann sagt das doch. Okay, dann fahre ich mal zum Hof. Überleg schon gerade, ob ich das Ding jetzt mal hier lasse. Was wir da vorne dran haben. Jetzt hier eigentlich als Gewicht nutze. Ich kann es eigentlich auch mitnehmen. Obwohl. Na, ich brauche es eventuell dann für die. Aber der kann halt auch noch ein Gewicht dran, also. Sollte das gehen, okay. Thema, die erste Ladung ballen wir mal verkaufen. Wo ein bisschen Geld reinkommt. Und könnte noch mal einiges sammeln. Einfach mal gucken, wann geht die PlayStation in die Knie. Jetzt hier mit Vollgas runter. So. Und mal gucken, was die Kühe machen, ob es denen gut geht, ob die noch genug Futter und so weiter haben. Mal echt viel zu tun, ne? Ist aktuell auch echt ein bisschen viel, wenn alle Felder abgeerntet sind. Gegrubbert werden müssen. Oder vielmehr erstmal wir drauf warten, dass wir alles geräumt haben und können ja dann jetzt wieder loslegen mit Grubbern und Co. Ich bin mir bewusst ein bisschen mehr Abstand, weil der Trigger da ist so groß. Warte mal. Okay. Dann fahren wir mal rückwärts. Die Schale finde ich, dass die Blinker nicht gehen. Ja gut, da gab es wohl irgendwie keine Taste mehr, die über ist. Ja, muss sie doch abladen, ne? Vom Gefühl würde ich sagen, oh, macht er nicht. Macht er nicht. Ah ja. Dreieck. Gut, hat doch ein bisschen was gebracht. So, ich habe da vorne jetzt auch noch Gewichte. Das heißt, ich könnte, warte mal, fahre hier mal rüber. Und ich habe keine Gewichte mehr hier, stimmt gar nicht. Aber wie gesagt, das ist nicht so schlimm, denn eigentlich habe ich ja da hinten noch eins über. Und das hier würde ich ganz gerne dann eher nehmen für den Grubber. So, welches habe ich jetzt ausgewählt? Hm, das Richtige, okay. Nimmst du mal die Ballenpieke mit hier? Ja, dann haben sich neue Leute bei uns hier im Forum angemeldet. Ich kann es euch ja nochmal kurz zeigen, weil ja ab und zu nochmal die Frage kommt. Ich bin aber da eher selten. Das ist halt zeitbedingt. Also noch ist es so. Wir werden mal gucken, ob wir das später vielleicht mal auf Facebook auslagern. Vielleicht kann man da dann besser kommunizieren oder ihr miteinander. Also wie gesagt, geht nicht unbedingt davon aus, dass ich jetzt immer dabei bin. Community ist hier, ne? So, genau. Es sind 7 Spieler mittlerweile da. Achso, die sind noch nicht angenommen. Oder haben noch nicht angenommen. Megatron war der Erste, der jetzt dabei ist. Und genau, Big Dog, Löwe, 2511. So, das sind jetzt hier noch die Mitglieder, die mit reingekommen sind. Wenn ihr mitmachen wollt, einfach hier auf SimuTube schauen. Und ja, dann werde ich euch akzeptieren und ihr guckt mal rein.
sofern ihr denn so ungefähr meine Spielweise habt und damit leben könnt, alles ein bisschen realistisch zu halten. Ansonsten fliegt ihr auch wieder raus. So. Nehmen wir den Autostack mal wieder mit und probieren dann aber trotzdem gleich mal das manuelle Aufladen. Und so wie ein Feld jetzt los ist, starten wir auch sofort den Grubber. Ich fahre jetzt mal hier lang. Auch nicht gerade der schnellste. Und dann, wie gesagt, gucken wir mal bei den Kühen. Ja doch, ich fahre jetzt einfach hier weiter. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich will ja mal ein paar auf den Ballenwagen draufladen. Mal schauen, wie das klappt. So, den Autostack hier mal am Rand stehen. So. Ich muss dem Kleinen mal das Gewicht klauen. Ich ziehe mal daran vorbei, den müssen wir hier ein bisschen anders hinstellen. Wenn ich das manuell mache. So. Dann nehme ich jetzt das Gewicht da. Das basteln wir natürlich hinten dran. Denn der ist ja später dann für den Force gedacht, ne? Der andere Traktor, den haben wir dann hier wieder her mit dem Frontlader. Kann dann zum Hof beordert werden. Und wenn wir mal richtig Geld haben, oder wir uns auch noch mal einen schönen Teleskoplader. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, geht schon los. Man muss natürlich richtig... Boah, ich habe nicht so optimal jetzt dran, aber er lässt sich erstaunlich gut aufpieksen. Ich will jetzt nochmal von außen gucken. Wie gesagt, ich hätte den noch ein bisschen besser nehmen können. So. Schieben wir nochmal ein bisschen gerade. So. Sehr schön. Wo ist der nächste? Nein, nehmen wir erstmal den hinteren hier. Dann ist der auch weg. Und da gucken wir mal von außen, damit ich den noch vernünftig aufpieke. Okay. Müsste natürlich auch mal gerade dran fahren, ne? Fällt das Ganze ein bisschen. Na, ja, Mist. Ja, wenn es zu perfekt machen willst, das dauert einfach zu lange. Obwohl, wir könnten den ja auch gar... Oh ne, ich packe jetzt daneben. Wie würdet ihr das machen? Das direkt oben drauf packen oder auch erstmal so Stück für Stück hier anfangen, nebeneinander? So. Und so ist es vielleicht besser, dann kann man das auch erst von der anderen Seite noch machen und hat dann... So ein Grundmodell, sage ich mal, ne? So, nehmen wir mal den hier. Wo ist meine? Da sind die Piken.
Das sind's mal von innen. Ich glaube, ich setze immer zu hoch an. Das ist echt so weiter runter. So. Du kannst ja bei LS16 kannst du ja, also bei diesem Farming Simulator 16 für Android und, oder Android, sagt man ja, und iOS, da kannst du zum Beispiel den alleine pressen lassen, ne, dass du den lieber Kursplay losschickst quasi und er fährt dann das Feld ab. Da bin ich echt mal so gespannt, ob das für LS17 kommt. Die rücken ja auch nicht so mit allem raus. Das wäre schon eine riesen Arbeitserleichterung, gerade für uns PS4-Spieler oder Xbox-Spieler. So. Ich glaube, es wird sich dann auch besser verkaufen. Kann ich mir echt gut vorstellen. So. Und der nächste Bein. Macht eigentlich Spaß. So. Jetzt fange ich doch so an. Stück zurück. Finde, klappt ganz gut, oder? Bisschen schubsen hier. So. Wehe, die fallen runter. Aber ich glaube, die werden auch ein bisschen fixiert. Das ist, glaube ich, mittlerweile mit drin. Nee, Tom. So nun auch nicht. Ja, muss schon ein bisschen gerade muss es schon sein. Na, jetzt bin ich jetzt schon wieder zu weit. Na, ist egal. Nee, so. Nee. Das ist immer das Doofe, wenn du zu viel lobst, dann klappt der nächste garantiert nicht. Ja. Na komm, kriegen wir schon hin. Da auch mal die andere Seite nehmen. Dann schiebe ich den mal gerade. So. Also es ist halt auch wichtig, dass wir jetzt das eine Feld schon mal leer kriegen, damit wir hier den Grubber ansetzen. Dann können wir drüben halt in Ruhe weiter pressen, während er hier am Gang ist. Muss ja auch gedüngt werden. Einfach ein bisschen effizienter mit der Zeit sind, ne? Damit einfach mehr Kohle reinkommt. So. Und wir dann auch unseren Häcksler schnell erreichen. Wir dann auf BGA starten können und das mit den Kühen ein bisschen entspannter wird. Wäre natürlich schon schnell mit dem Auto stark, wäre ich wahrscheinlich schon fertig. Aber dann machen wir das nächste Mal, in der nächsten Folge nehmen wir dann den Auto stark, okay? Das macht halt auch mal Spaß.
Also mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. So, den muss ich von außen, weil der ist so krumm hier dran. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier drei rein, müsste man doch eigentlich locker hinkriegen. So, ich denke mal, ich lasse den mal so. Und schieben den noch ein bisschen zurecht hier. So. Ich bin heute spät dran, deswegen müssen wir heute pünktlich Schluss machen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn, könnt gerne mal einen Kommentar da lassen, wenn ihr sagt, hey, ich finde das geil mit dem manuell aufladen. Wir können es ja mal so ein bisschen mischen. Ne? Machen wir halt mal so, mal mit dem Autostack. Je nachdem, wie auch dann die Zeit mal gerade da ist. Also das Feld hier, würde ich sagen, machen wir komplett manuell fertig noch. Und dann haben wir auch drei Reihen oben drauf. Wird dann hier den Traktor noch ein bisschen vorziehen, damit er halt dann strategisch gut steht zum Aufladen. Und das andere Feld wird dann halt beim Autostack gemacht. Ne? Dann behalten wir diese beiden hier vielleicht auch. Können wir auf dem Wagen lassen oder so, mal gucken. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Einen schönen Start ins Wochenende und macht's gut.